gibt ja einen großen Streit über diesen sogenannten U-Wert, über diesen Wärmedämmkoeffizienten, also Wärmedurchgangskoeffizienten, wie er genannt wird. Und der macht nichts anderes, als dass er sozusagen den Wärmeverlust durch ein Material über einen gewissen Zeitraum angibt. Ja. Also was das Material an Wärme von drinnen, vom Innenraum nach außen gibt. Da gibt es einen Regeltest dafür. Das ist eine sogenannte Wärmekammer, Wärme-Kältekammer wird da gebaut und zwischen diesen zwei Kammern, Außen-Innentemperatur, wird eben der dementsprechende Baustoff dazwischen geben. Und dann wird gemessen bei Innentemperatur von 25 oder 24 Grad und einer gewissen Außentemperatur, die kühler ist, in welcher Zeit wie viel Grad durch diese Wand durchgehen. Und das kann man mit jedem Material machen, da kann man jedes Material dazwischen geben und unter anderem haben auch wir damals unser Material testen lassen, das heißt die 25 cm dicke Massivholzwand und haben das an einem renommierten Uni-Institut machen lassen und haben nach einer Woche einen Anruf bekommen und gesagt, ja, das Element kann man nicht messen. Sie haben erst nach einer Woche einen konstanten Wärmefluss durch das Element zustande gebracht. Sprich, es hat eine Woche gedauert, bis Wärme durch diese 25 cm durchaus gesickert ist, dass es eine ungefähre lineare Wärmeabgabe nach innen gegeben hat. Wo ist denn diese Wärme hingekommen, haben wir uns dann gefragt. Also die Wärme ist natürlich in dem Element gespeichert, weil die Wärme ist gespeichert in dem Holz, wird da hinein abgegeben und erst nach einer Woche, fast einer Woche, wird die Wärme nach außen abgegeben. Das heißt, es ist eine extreme Verzögerung von dieser Wärmeabgabe. Und schlussendlich ist uns dann ein veröffentlichtes Ergebnis, das wahrscheinlich sehr gut ausgefallen ist, nicht gegeben worden, weil dieser Wärmefluss eben nicht konstant war. Und alles, was nicht konstant ist, ist nicht messbar und ist nicht angebbar. Und wir haben das Ergebnis bis heute nicht bekommen. Und da kann man jetzt hin und her vermuten, wie und wo und was. Uns allein hat schon gereicht, dass eben das eine Woche gedauert hat, bis die Wärme nach außen dringt. Dadurch ist eigentlich bewiesen, dass das Massivholz für eine Situation, wo dann wirklich Menschen drinnen leben, also nicht im Labor, sondern heraus, wo ja auch die Sonne scheint, wo Kinder aus- und eingehen, die Tür mal offen lassen, Menschen lüften, weil sie frische Luft drinnen haben wollen. Das ist ausschlaggebend für diesen U-Wert. Und da sind wir hergegangen und haben gemeinsam mit Dr. Fischer in Deutschland draußen den U-Effektivwert begründet. Und der U-Effektivwert, der gibt jetzt quasi an, was effektiv an Wärme von einem Haus nach außen geht, wenn man drinnen wohnt. Wenn die Sonne scheint und das wirklich bewohnt ist, das Haus. Und da gibt es jetzt eine Versuchsserie, wo wir bestehende Gebäude auf Energiebedarf messen lassen. Sprich, was braucht das Haus wirklich, wenn es dort steht und die Mieter und die Bewohner drinnen sind? Was braucht das Haus im Jahr? Erst dann kann man wirklich einen U-Wert berechnen. Alles andere ist Blödsinn. Ein Material-U-Wert anzugeben, ist ein absoluter Blödsinn und nicht aussagekräftig für eine Gebäudehülle. Und da ist natürlich klar, dass ein Stoff wie Styropor oder was auch immer dann aufgeschäumte Luft am besten abschneidet, weil das ist schön statisch, das hat einen sehr hohen oder einen sehr niedrigen U-Wert, aber der U-Effektivwert ist bei so einem Material wieder schrecklich, weil es keine Wärme speichert. Die Dämmung speichert keine Wärme. Es ist nur Luft, es ist viel zu leicht, es hat keine Masse, um Wärme zu speichern. Und dadurch hast du im Endeffekt in Häusern, die hoch gedämmt sind, kriegst du das Barackenklima, das sogenannte. Und das Barackenklima heißt, dass du im Sommer eine Überhitzung des Gebäudes hast, weil du fehlende Masse hast. Das ist zu leicht. Die Wärme dringt nach innen vor. Und im Winter ist das Ganze kalt, weil die Dämmung feucht wird. Weil die Feuchte, wenn ich drinnen wohne, entwickelt sich da Feuchte drinnen im Winter. Und die Feuchte, die will irgendwie hin, die will nach außen. Und das versucht man mit hunderten Folien und Klebebändern zu verhindern, dass das nach außen tritt. Aber das ist praktisch in einem Bau, in der Bauausführung unmöglich, ein Haus wirklich dicht herzustellen, dass nicht irgendwo Luftfeuchtigkeit in die Dämmung geht. Und sobald Feuchtigkeit in die Dämmung geht, funktioniert die nicht mehr. Ich ziehe einen nassen Wollpullover an oder nasse Wollsocken und gehe damit im Winter raus. Das schützt dich genau null vor Kälte.
Und so ist immer eine monolithische Bauweise oder möglichst wenig Folien, wenig Schichten vorzuziehen an einem Schichtaufbau. Weil du immer weniger Übergänge hast, wo es Kondensat auswerfen kann, weniger Übergänge hast, wo es Probleme geben kann, weniger Folien, wo was undicht sein kann. Also monolithische Bauweise ist das Beste. Und das Dümmste, was du machen kannst, ist ein altes Gebäude, ein bestehendes Gebäude nachträglich mit Styropor zu isolieren, außen herum dicht einzupacken. Das ist die dümmste Sache, die du machen kannst. Damit killst du dein Haus. Das Beste oder das Minimalistischste, was ich in meiner Erfahrung bis jetzt gebaut oder was mir untergekommen ist, sind nach wie vor die Blockbauten. Die alten Bauernhäuser, die bei uns überall rumstehen, seit Jahrhunderten Bestand haben, die kann ich ohne großen Aufwand, die kann ich ohne Kran versetzen. Das sind kleine Teile. Die Bäume wachsen in der Umgebung, das ist regional. Ich kann die Verbindungen so dicht ausführen mit den heutigen Verbindungsmitteln, dass ich sehr wohl auch einen Bloaturtest beim Massivholzhaus zustande bringe. Und diese Platten oder diese verpressten Massivholzplatten sind momentan noch ein wenig der Kompromiss so zur Hinführung der Menschen wieder an diese Holzbauweise, weil sie doch eine gewisse Oberflächenstruktur bieten, die nicht reißt. Sie arbeiten nicht mehr so wie der Blockbau. Es können Fenstertüren sofort reingeschnitten werden. Ich habe kein Setzmaß. Und die Leute können sich mit sowas, mit so einer homogenen Oberfläche eher anfreunden, also wie jetzt mit einem sehr rustikalen Blockbau. Aber im Endeffekt ist das Blockbau mit ein bisschen Hightech drinnen, der in meinen Augen gar nicht sein müsste. Ganz normaler Blockbau. Den kann ich auch high-end tunen, den kann ich wunderschön bauen, den kann ich schön ausführen. Und das wäre die anzustrebende Variante. Oder auch die Variante, die ich jetzt für mich und meine Kinder oder für meine Familie anstreben würde oder bauen würde. Es geht schon, es geht gut.